noch theoretischer. Bevor wir noch theoretischer werden. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das ist jetzt der gleiche, der auch auf dem Kongress war. Das ist der gleiche, der auf dem Kongress war. Das Logo ist geil. Plus 20. Der Kongress-Talk war ein bisschen schnell, weil man mir nur eine halbe Stunde gegeben hat. Musste ich natürlich entscheiden, was macht man auf dem Kongress? Ist man langweilig und macht Basics oder macht man Overkill? Ah, Kongress, mehr Mate, noch schnell die Sprechgeschwindigkeit mit mehr Mate feintunen und Overkill. Also, mal schauen, wie weit wir kommen heute. Es ging in 30 Minuten dieser Vortrag, aber ich glaube, wenn es Zwischenfragen gibt, was ich hoffe. Wir können auch einfach dann nächstes Mal weitermachen. Wir können auch, ja. Wir haben diese Strategie, also diese Tradition, dass wir gerne viele Fragen stellen, um wirklich alle, die verstehen, wenn es länger dauert. Dann machen wir es ordentlich. Also ich möchte jetzt erstmal, wie gesagt, praktisch anfangen. Firewalls, Netzwerk-Firewalls. Hat hier jemand Erfahrung mit diesen Dingern? Jawohl, ja, ein paar. Sehr schön, sehr schön. Wir wissen also die Hälfte schon, worum es geht. Ich habe hier so ein typisches Beispiel. Ganz trivial, das Ding lief auf irgend so einem Network Attached Storage. Ziemlich einfaches Teil. Firewall, Linux, IP-Tables. Schauen wir mal, was das Ding macht. Also, angenommen, dieser Firewall wird irgendwie ein Paket gegeben und das Paket ist für diese Box. Dann wird das Ganze durch die Input-Chain durchgejagt. Die Firewall schaut jetzt alle Regeln der Reihe nach an, bis sie irgendeine passende findet das und wendet die Action an. Oder? Minus das, genau, minus T-Filter, die bei per Default ausgewählt wird. Okay. Mehr als Filter kann das Tool auch noch nicht. Dafür kann es das gut. Ja, erste Priorität von oben nach. Genau, der Reihe nach. Erste Regel besteht aus zwei Teilen. Das zu eurer Linken ist, was wir hier die Match Condition nennen. Also diese Regel matcht auf jedes Protokoll, jede Source IP-Adresse, jede Destination IP-Adresse und die entsprechende Action, die ausgeführt wird, ist hier, das war eben rechts, dann ist das jetzt zu eurer Linken die Action. Heißt, wir machen diese Action DOS Protect. Was ist das? Naja, die DOS Protect. Klingt magisch. Klingt magisch. Beschützt sich vor allen General Service Attacken. Genau. Ja. Es ist einfach eine weitere Chain, die hat halt irgendwie ein Engineer, der entsprechend das NAS-Entwickler hat, selber geschrieben, eine User-Defined Chain, steht hier unten. Also springen wir mal dahin und evaluieren das der Reihe nach. Also, der Reihe nach. Erste Regel. Schauen wir erstmal, auf was die matcht. Das matcht jetzt nur auf ICMP-Pakete. Jede Source Destination IP. ICMP Teil 8. Das ist der gute alte Ping. Sehr gut, danke. Der gute alte Ping. Und wir machen noch ein Rate Limiting, das heißt nur eine gewisse Anzahl pro Pings ist in Ordnung. Also wenn dieses Limit nicht überschritten ist für ICMP-Pings, dann returnen wir. Return heißt, wir gehen zurück und machen hier oben weiter. Das heißt, für eine gewisse Anzahl, die Pings nicht überschreitet, springen wir sofort wieder raus. Nächste Regel, wieder für ICMP-Pings, diesmal ohne Rate Limit, was machen wir jetzt? Wir droppen. Also wir haben jetzt effektiv mit zwei Regeln so ein Rate Limiting implementiert für nur wenige Pings, springen wir gleich wieder raus, es geht weiter, wenn es mehr sind, dann wird da rausgedroppt. Hier sehen wir das gleiche Pattern nochmal, wir returnen bei einem gewissen Limit, diesmal matchen wir auf TCP-Flex. Auf welche TCP-Flex? Oh, es ist der Offset vom Header. Nee, das ist das Flag-Field in Hexadezimal dargestellt. Das sind die Flags, die ausgewählt werden, auf die wir matchen und das sind die, die wir dann wirklich matchen. Das wird halt irgendwie so ein Akku oder so sein. Ja, das ist ein Reset. Wie man klar erkennen kann, sind das die Reset-Flags. Das ist quasi die Nummer des Feldes. Oder ist das der Bit, glaube ich. Moment, also der Offset des Feldes wahrscheinlich im Header. Also würde ich jetzt schätzen. Das ist so, bei 0x16 fangen die Flags überhaupt an im Header. Mhm. Und dann 0x4 ist halt das vierte Bit in den Flags-Dings. Und das ist, weil ich gesagt, wie gesagt, das erste ist, glaube ich, Akt, das zweite ist drin, das dritte ist Null und dann ist das Mittel. Okay, also Offset und dann PSH und dann gibt es. Ja, genau. Darf ich was sagen, was Urk ist? Ja, also es ist voll lustig, TCP hat ja so ein Out-of-Band-Links eingebaut, du kannst ja eigentlich zwei Data-Kanäle übertragen. Ja. Und Bulk ist das zweite, was noch jeder ignoriert. Okay. Und was man nach Best Practice, das Urkfeld sollte man immer setzen. Das sagt eigentlich dem Kernel, dass er die Pakete möglichst schnell in User Space geben kann. Man sieht es, wenn man eine Webseite aufmacht und die baut sich so langsam auf. Das heißt, selbst wenn noch nicht alles fertig getan ist, werden die Pakete schon weiter ins User Space gegeben. Da kann dann der Browser schon halb rendern, weil ja an sich HTML, CSS, was schon an sich unvollständiges Rendern, nicht kompliziert genug ist, Rendern ist auch unvollständig schon. Also, klingt nach einer guten Idee.
Ja. Fieber. Ich glaube, wenn es schon ganz schön gesetzt ist, dann ist, glaube ich, die Reihenfolge auch logisch. Das ist dann wieder PSA. Das war ganz toll. Nee, das, was er meint, ist. Dann meinte ich PSA. Danke, das. Urgent ist, glaube ich, völlig ungeschützt. Das ist so, als würdest du einfach UTP noch die gleichen Sockets drüber schicken. Also Reihenfolge egal, wenn es verloren geht, egal, eigentlich alles egal. Also PSA will man immer gleich hoch, aber Urgent wird dann auch immer gleich. Push sagt, den Puffer sofort flaschen, die Daten. Wieder habe ich da gekriegt. Danke, danke. Für jedes Paket ist aber schon. Okay, so, gehen wir einfach mal weiter. Nehmen wir an, wir kommen irgendwie durch diese DOS-Protect-Chain durch, ohne dass wir gedroppt werden. Weiter geht's da, wo wir herkamen. Die Firewall, die acceptet jetzt erstmal alles, was diese Bedingungen erfüllt, sind wieder alle Sachen mit der Zusatzbedingung. Das Paket gehört irgendwie zu einer Related oder Established Verbindung. Alles, was irgendwie Established ist, in Firewall zu akzeptieren, ist Best Practice, das heißt, die interessante Frage ist, wie kann überhaupt eine Verbindung in so einen Established State kommen? Related macht mehr Contract Magic, braucht man für ICMP? Die Meinungen unterscheiden sich, wie viel man da noch für andere Protokolle haben will. Aber das ist eigentlich normalerweise immer eine der ersten Regeln, die man im Firewall sieht. Und die wichtige Frage ist halt, wie kriegt man überhaupt etwas in diesen Established State? Ja, machen wir mal weiter, nehmen wir an, wir sind der interessante Fall, ein Paket, das eine neue Verbindung aufbaut. Ja, wir sollten TCP-Port 22, das wird getoppt, nicht versuchen, uns mit was auf diese PSSH. Uns PSSH auf diese Box zu verbinden. Die macht das nicht. Wir sollten auch nicht versuchen, das ist doch uns. Die Ketchup, die gerade, nee, ja. Okay, wir lassen jetzt das lustige Portraten mit ganz vielen anderen lustigen Ports auf diese Box zu verbinden. 2005 war irgendwas in Microsoft, oder? Nee, es war 2000 irgendwas. 2005, da läuft der Tomcat die Microsoft-Port drauf. Oh mein Gott. Aber ganz kurz fragen, was ist 873 und was ist 548? Was ist 18? 548 ist noch irgendwas mit Samba, oder? Microsoft Samba. Soll ich nachschauen? Ist das nicht? Irgendwas mit der 9? Ich schau mal. BTC Services. Danke, hab ich vor. Wie lange ich gebraucht habe, bis ich den Namen auswendig kann. Ersten! Ah, okay. Und 548? Das ist doch total gemein. 548. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Ersten gar nicht ausgeht. 548 TCP. Alles klar. Okay, AFP oder TCP, aha. Okay. Okay. Ist klar. Wenn du glaubst, passt ja. Ja, sind wir mal froh, dass diese Folie dann irgendwann ändert. Hinter jeder dieser Zahlen steckt eine böse Überraschung, glaube ich. Ja. Ja, und nicht nur für TCP, auch für UDP gibt es wohlgemeinte Überraschungen. Also das sollten wir nicht machen. Die ganzen Microsoft-Protokolle. Dann als erstes NTP. Die Box akzeptiert doch etwas. Die Box akzeptiert alles, was irgendwie aus dem lokalen 102.168er Subnetz kommt. Zu kommen scheint. Zu kommen scheint, klar. Kann hier jeder reinschreiben, was er will. Ja, genau. Ist hoffentlich gut gemanagt, dieses Netz. Hoffentlich keine gespooften Pakete unterwegs. Aber sonst alles, was jetzt nicht vorher rausgedroppt wurde, wird hier akzeptiert und der Rest wird einfach gedroppt. So, jetzt wissen wir, was Firewalls sind. Und wie man die managt. So, kommen wir mal zu den Problemen. Probleme, über die ich nicht reden möchte, sind irgendwelche Hintertürchen in irgendwelchen obskuren Closed Source Firewalls. Denn ich glaube, hier jeder liebt Open Source, wir haben keine Probleme mit. Zumindest könnte man sie besser sehen, die Hintertürchen. Hauptproblem mit Firewalls. Es gab eine Studie aus dem Jahr 2004. Jemand hat sich sehr viele solche Regelsätze angeschaut und ist zum Schluss gekommen, okay, es gibt einfach keine guten Firewall-Regelsätze ab einem gewissen Komplexitätslevel im professionellen Umfeld. Also der war mehr oder weniger Firewall-Consultant, hat ja sehr viele Firewalls sehen dürfen und darf über nichts reden, außer dass sie kacke sind. War 2004. Ja, 2010 wurde diese Studie wiederholt. Okay, es gibt immer noch keine guten Firewall-Regelsätze. Also anscheinend ist das ziemlich, ziemlich kompliziert, so eine Firewall zu administrieren und einen guten Regelsatz zu schreiben. Man kann jetzt wirklich Administratoren keinen Vorwand machen. Es ist einfach extrem kompliziert und wenn man sich anschaut, wie werden Firewall-Regelsätze abgedatet, da ruft der Chef oder wütender Mitarbeiter um Mitternacht an und sagt, etwas geht nicht und schaltet den Port frei und denkt dran, den irgendwann wieder zu blockieren, ne? Ist klar, ne? Ja. Ja. Also, was macht man? Zeug zu administrieren ist richtig kompliziert. Naja. Leute haben natürlich probiert, irgendwelche Tools zu schreiben, die versuchen, diese Regelsätze
zu verstehen und darauf irgendwie zu sagen, ist der gut, hat der irgendwelche Fehler, macht der das, was er sollte. Wir haben uns diese Tools mal alle angeschaut, sind dann erstmal nur zu denen übergegangen, die auch irgendwie kompilieren oder verfügbar waren und nicht nur als theoretischer Draft in einem Paper existieren, haben uns dann auch primär auf die Open Source Tools konzentriert. Ja, wir haben auch kurz zu den ganzen kommerziellen Tools geschaut, wie sieht es denn da aus, wir wollten IP-Tables machen, weil es hat ein mega Feature-Set und ist ziemlich cool und überall benutzt. Ja, viele kommerzielle Tools unterstützen natürlich Cisco, Juniper, IP-Tables, Sternchen, aber nicht vollständig und ohne kommerziellen Support und ohne Garantie. Okay, müssen wir gar nicht weiter schauen. Ja. Wie sieht denn das aus mit den ganzen BSDs? Also OpenBSD und FreeBSD sind ja auch ziemlich groß, was Firewalls und so angeht. Ja. Ich habe keinen Filter. Ich habe DF. Also, das sind doch eher so Da habe ich noch nicht genau gesucht nach den kommerziellen Tools und ich habe auch nicht genau getestet, was die ganzen Tools können und verstehen, aber es mangelt generell, zumindest für IP-Tables, sehr an Tools. Die meisten Tools machen Log-Analyse und können Log-Dateien parsen, okay. Aber wenn man wirklich die Firewall-Regelsätze, wie man sie hier sieht, verstehen will, man sieht schon, hier wird es ziemlich lustig, welche Tools verstehen das und es gibt eine Menge wirklich Optionen da. Kann man natürlich schön drüber abstrahieren. Kann man, machen wir auch. Okay. Dann habt ihr vermutlich schon für mehr als IP-Tables. Nee, leider bis jetzt nur IP-Tables, aber alles mehr kommt noch. Alles andere nur weitere Beispiele, aber da gibt es keine Papers drüber. Also es soll noch mehr kommen als IP-Tables. Momentan haben wir das erstmal... Ja, wir haben alles formal bewiesen, das dauert natürlich. Ja. Und es soll erstmal das ordentlich laufen, nicht nur so ein akademischer Prototyp werden. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Existierende Tools sind meistens alle kacke. Ich bin sehr dankbar, wenn es welche gibt. Ich bin dankbar, wenn es Open Source gibt. Aber ja. Genau, Tools. Sogar, also Firewall Builder heißt es, sogar im offiziellen Debian Manual, dass das super unterstützt ist. Und wir haben da auch mal unsere Firewalls reingeladen. Und selbst das steigt aus bei komplizierteren Firewalls, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, aber immer noch im Betrieb sind. Also, ich habe wirklich für PTLs nichts gefunden, was mit allem klarkommen konnte. Ja. Machen wir was dagegen. Fangen wir erstmal von Grund auf an, das Problem zu definieren. Weil wir haben gemerkt, die Tools können Firewall-Regelsätze nicht verstehen. Reden wir erstmal da genauer. Über was wollen wir eigentlich? So, Basics, Informatik, 101, wir unterscheiden zwischen der Spezifikation und der Implementierung. Die Implementierung soll am Ende unser fertiges Tool sein, das magisch Firewalls versteht, vielleicht noch effizientes Low-Level-Bitmagic-Hacks macht, dass es super schnell läuft und das Ganze, was man eigentlich hier niemandem zeigen möchte, das aber im Hintergrund läuft. Das, was man Leuten zeigt, ist die Spezifikation, die quasi dokumentiert, was macht mein Tool eigentlich, damit gehe ich hausieren, damit mache ich Werbung. Ja, irgendwie zwei Welten. Und für den Vortrag heute und vielleicht in einem Monat, was wollen wir denn überhaupt spezifizieren? Ja, wir wollen irgendwie sagen, was ist denn so ein korrekter Regelsatz? Kann man ja schon sehr viel spezifizieren. Wir wollen hier ein Beispiel machen. Wir wollen sagen, Spoofing-Schutz. Wurde ja vorhin schon dankenderweise erwähnt. Eine Firewall, zumindest die Border-Firewalls und auch alle Router und Border-Router nach Best Current Practice 38, wer kennt sie nicht, sollen bitte Spoofing-Schutz haben, heißt IPs, die nicht von diesem Interface reinkommen können, als Source-IP sollen rausgedroppt werden, damit wir auch ein würde das mal konsistent im Internet umgesetzt werden, wäre man einen großen Teil von DOS-Attacken einfach mal los, weil die meisten alle eklig gespooft sind. Zumindest von den billigen DOS-Attacken. Ja, wie können wir denn spezifizieren, was Spoofing-Schutz ist? Naja, dafür brauchen wir erstmal ein Modell von der Firewall. Das Modell kann kompliziert werden. Es kann aber auch, wenn man es mathematisch macht, schön und einfach werden. Ja, und warum habe ich jetzt hier diese Sachen links, rechts hingeschrieben? Wir wollen das Ganze in Isabel implementieren oder beweisen oder spezifizieren oder was auch immer. Das heißt, ich bin jetzt hier der Ersatz-Isabel-Talk, weil Makarios nicht da ist. Ja, warum Isabel? Hauptgrund, man kann beweisen, dass die Implementierung mit der ganzen Low-Level-Magic auf Bit-Ebene mit IP-Adress-Magic, die schon mal jemand angeschaut hat, IP-Adresse in Zitrin-Notation, halt der Slash hätte, der sagt, wie viele Bits signifikant sind und da effizienten Code drauf machen. Und das Ganze am Ende wirklich sagt, wir werden, diese Firewall hat Spoofing-Schutz und wenn sie ja, Spoofing-Schutz hat, dann hat sie Spoofing-Schutz. Also ihr habt eine konkrete Implementation.
Ja. Und die ist in der Sprache? Die ist in Isabel, die haben wir dann nach Haskell exportiert, dass es standalone läuft. Kann man auch statisch kompilieren, das ist dann halt einfach das Binary rüberschieben auf die Firewall oder auf einen anderen Analyserechner und der und das macht dann. Der geht über die Definitionen von der Firewall und sagt dir danach. Genau, der geht über den Regelsatz und sagt am Ende, für dieses Beispiel hat man Spoofing-Schutz, zeigt dann noch ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass ihr die Implementierung in Isabel geschrieben habt, habt ihr das natürlich erreicht, um zu beweisen, dass... Wir haben erstmal in Isabel alles spezifiziert und zwar so spezifiziert, dass es schön ist. Dann haben wir in Isabel alles implementiert und zwar so implementiert, dass man es ausführen kann und auch effizient ausführen kann. Und dann haben wir gezeigt, dass das Ganze gleich ist. Okay. Und dann nach Haskell exportiert, dann noch so ein paar... Sag, du hast die erste Version von dem Parser geschrieben. Für sind das 100, 200, 300 Zeilen insgesamt? Nicht sonderlich viel, der Parser ist nicht sonderlich weit. Ja, der ist mittlerweile vollständig, der Parser. Weißt, wir haben keine Ahnung, 10.000, 20.000 Zeilen Isabel, haben dann noch so ungefähr größer 100, 300, 500 Zeilen Haskell von Hand dazu geschrieben, lassen aus Isabel, aus den 10.000 Zeilen Isabel, Haskell-Code erzeugen. Die muss man auch nicht mehr von Hand anfassen, will man auch nicht. Und dann kompiliert man das Ganze. Das heißt, das, was eigentlich daran unverifiziert ist, sind nur diese paar Zeilen Parser, die man davor geschalten hat. Weißt, man kann sich ziemlich sicher sein am Schluss, dass das, was wirklich auf der Maschine läuft, mit dem, was wir jetzt in diesem Vortrag mathematisch sehen, übereinstimmen wird. Auch wenn ihr noch von Hand ein paar Zeilen Haskell dazu geschrieben habt, damit. Denen muss man dann einfach vertrauen, das ist, ja. Das ist der Parser. Genau, das ist nur der Parser, also der macht wirklich keine semantischen Änderungen. Das heißt, der Parser, der haut, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 verschiedene Formate für IP-Adressen raus, weil er die nicht irgendwie vereinigt. Der schaut, okay, das war eine IP-Adresse im Dotted-Dezimal mit einem /Subnetz dahinter oder das war ein Range von A bis X. Oder das war eine IP-Adresse mit so dieser /255255 Subnetzmaske. Also das haut ja wirklich alles rein, nur syntaktisch raus. Kann man drüber schauen, der konvertiert da gar nichts. Man muss drüber schauen, wenn man dem wirklich vertrauen will, aber ist nicht viel und das tut wirklich keine Magic. Also jetzt hier ist gerade Haskell, also Haskell-Programmierer sind ja quasi die dreckigen Real-Programmierer gerade. die Lollere schon vor 10 Jahren. Also in Isabel machen wir alles bis auf I.O. Wir machen alles bis auf I.O. Und den Code effizient ausführen. Da bin ich sehr dankbar, dass da GHC-O3 das Ganze gut ausführt. Okay, also ist tatsächlich... Compiler zu Haskell und dann Compiler zu. Das ist Isabel zu Haskell. Compiler, also ich wusste jetzt gar nicht, dass das überhaupt geht. Und das macht für euch irgendein Tool. Das macht Isabel. Isabel macht alles, genau. Isabel macht alles. Ich mache jetzt mal hier gleich auf. Kann man das sehen? Und den typografisch korrekte. Du weißt, dass das korrekte Haskell-Code ist. Ja. ich glaube, Lars hat so etwas mal geschrieben. Also, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass beweist durch, ich glaube, Isabel die beste IDE von generell weltweit ist momentan. Was haben wir gehört, ne? Was? Das haben wir gehört. Dass Isabel die beste IDE. Ja, ja, aber auch ganz pragmatisch gesehen. Ja. Von in allen, in jeder Hinsicht. So, ich glaube, wenn du willst, dass das Video auch toppt und so, musst du ein Stück größer machen. Jetzt von allen Theorien. Jetzt mache ich erstmal hier einen kleinen, um zu sehen, ob es geht. Gibt. Also, zumindest von meinem Eindruck bis jetzt. So. So, jetzt mache ich größer, weil ich jetzt weiß, es funktioniert. Also, wir haben hier irgendeine Funktion, werden wir später anschauen. Exportcode in Haskell, man kann noch eine File dazugeben. Und was wir jetzt hier unten sehen, ist Haskell-Code, der so kompiliert und läuft. Sehen wir einen Datentyp von irgendwas und hier ist irgendwo diese Funktion. Also, ganz einfach. Wenn ich das jemals machen will, ist das schon Isabel eingebaut oder muss ich dafür irgendein Plugin runter? Das ist Isabel 2016 Default-Distribution, wie du sie von der Webseite bekommst. Und natürlich unser cooles Repository mit ausgecheckt und geöffnet. Ja, das musst du machen, von Hand. Immer. Nicht der Kollege, sondern die hatte doch mal so ein deutsches Release, die Quecksilber Vorratskammer. Egal. Da kann ich nichts tun. Das hieß mal Brunhilde, das war so ein Affiliate. Ja, Brunhilde ist der Fork von Isabel vom KIT. Also. Quecksilber Vorratskammer, Mercurial Repo. Ja, ist auf Deutsch. Ja, ich hab's gemacht. Ja, also, nochmal zusammenfassen, was wir machen wollen. Wir wollen hier irgendwie spezifizieren. Das, womit wir anfangen werden, ist, wir brauchen erstmal ein Modell für IP-Tables Firewall. Dann werden wir das
Spoofing-Schutz spezifizieren. Ich gehe nicht davon aus, dass wir zu diesem Teil kommen. Für den Teil können wir vielleicht nächstes Mal, wenn wir Lust haben, direkt durch diese Ressourcen schauen und damit spielen. Und werden am Ende eben ein Tool haben, das Firewall-Regelsätze verifiziert, dass sie das Richtige machen. Und wir verifizieren natürlich das Tool selber. Haben also am Ende die verifizierte Firewall-Regelsatz-Verifizierung. Ja, aber ich vertraue natürlich noch, dass GRC richtig ist und so. Ja, da vertrauen wir drauf, wenn man es genau. Ausführt. Wenn man diese 10 Millionen Zeilen Code formal geprüft. Moment, diese 10.000, 10.000, achso. GRC hat doch sicherlich... Pascal hat noch nicht mal eine Semantik. Ja, eben, also genau. Ja, die Frage von ihr gibt keinen Sinn, ne? Also, in 200, in 200 Jahren. Ja. Ja, als guter Theoretiker wissen wir, man muss das gar nicht ausführen, das reicht. Ja. Muss nur mal. Was meinst du, das hat keine Semantik? Was? Keine formale. Nein. Hat es ja aber nicht. Ich meine, wir denken immer an eine Semantik, wenn wir es programmieren. Und die ist nicht formal. Genau, richtig. Und auch gerne machen wir ja irgendwie Modulo undefined oder so. Das geht natürlich auch nur in begrenzten Maßen. Es gibt ein tolles Paper, das irgendwie sagt, fast and loose reasoning is morally correct. Genau, aber es ist kein formaler Ansatz von Trolls. Good enough. Ja. Gut. Wir sind hier natürlich auf eine ganz andere Stufe, ne? Wie wenn jetzt C-Programmierer oder so good enough sagen. Das ist gut. Ja. Undefined. Ja. Oder all hell breaks loose. GCC-Dokumentation für spezielle Features, zum Beispiel Currying. Aha. Sollen wir das googeln? All hell breaks loose, GHC. So. Jetzt muss das Internet mitspielen. Das Internet ist das Internet vielleicht in einem anderen Internet verbunden? Das Internet hängt in einem anderen Internet. Nochmal. So, sorry, GCC, wir reden hier von C. Nested Functions, ja, ich suche eigentlich einen... GCC. Ja, all hell breaks loose. All hell breaks loose für Nested Functions, also sprich, wenn man sich so ein Currying selber baut, das gibt es auch, wenn man einen Parameter in eine Funktion bildet und die verlässt den Stack, dann ja. Findet man auch diesen schönen... diesen schönen good enough. Good enough, solange es nicht den Stack verlässt. Ja. Zurück zu Sachen mit besserer Semantik. Oder zumindest besser definiert. Also. C ist toll. Ja, in vielerlei Hinsicht. Du darfst halt keine Abstraktionsebene erwarten über Loops. Also, es ist die schönste Hardware- und Speicherverwaltungssprache, die ich kenne. Ja. Es gibt ein paar komische Leute, die verwenden es für andere Zwecke. Dann wird es abstrus, aber. Ich dachte nur, Forth wäre die einzige Sprache. Ja, fangen wir mal an zu modellieren. Isabel sollte, wenn man Haskell kann, gar nicht so weit entfernt sein. Wir wollen jetzt also so eine Match-Expression, also das Ding, das irgendwie auf Pakete matcht, irgendwie erstmal die Syntax aufschreiben. Syntax ist, wie kann ich es überhaupt aufschreiben, noch gar nicht, was bedeutet es. Also wir definieren so eine Match-Expression. Ups. Haben hier einen polymorphischen Typ. Ich will also noch nicht genau sagen, wir unterstützen IP-Adressen, Protokolle, Ports, Echo-Requests und alles. Ich will jetzt erstmal einen polymorphen Typ haben, in dem wir später alle unsere Features dann reinhacken. Ich nenne das jetzt einfach mal ein Primitive, dieses Ding. Das soll sein, alles, auf das wir matchen können. Und mache jetzt erstmal dieses Meta-Ding außenrum. Wie kann denn so ein Match-Expression aussehen? Ja, man kann quasi das atomare Ding haben, das einfach auf so ein Primitiv matcht. Kann so eine Konstante haben, match any soll bedeuten, das ist jetzt einfach true, das matcht alles. Braucht man irgendwie, um das Zeug ein bisschen zu instanzieren, wie wir vorhin bei den leeren Listen gesehen haben. Ich kann das Ganze rekursiven Datentyp bauen, wie auch in Haskell, und dadurch sagen, das Ganze soll jetzt negiert sein. Und ich kann natürlich auch mir so ein and bauen. Und damit kann ich dann, wenn ich hier in dieses Primitiv dafür alle Features von IP-Tables reingecodet habe, habe ich eine komplette Formalisierung von den Match-Expressions. Und wie gesagt, nur eine Frage, um das rechts und das A, M-Expression, da müssen keine Klammern noch hängen. In Isabel würde man darum Anführungszeichen machen. Ich kann es aufmachen. Nehmen mal so einen schönen Control-Click. Mhm. Machen das hier ein bisschen. So. Ah ja, wir haben gleich schon gesehen, dass das Ding irgendwie geladen hat. Nochmal. Was macht das, wenn es da lädt? Da beweist Isabel etwas im Hintergrund.
Wir können jetzt gleich mal, um dein Thema wieder aufzugreifen, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthält. Ja, was verhindert das, dieser eigentlich Widerspruch, dass man den noch in Isabel hinschreiben kann und damit alles kaputt ist? Das liegt an der Logik von Isabel. Grob gesagt, Isabel hat so zwei Sachen. Erstens, es ist streng getypt und kurz für den Haskell-Pragmatiker gesagt, jeder Typ muss endlich sein. Das heißt, ich kann eine Menge von Birnen, eine Menge von Mengen von Birnen, eine Menge von Mengen von Mengen von Birnen, aber irgendwie die Menge aller Mengen, wenn man da schon anfängt, irgendwie hat die keinen endlichen Typ. Damit kann ich sie gar nicht in Isabel eingeben. Damit ist schon, ja, dieser Widerspruch aufgelöst. Das nächste, ich glaube, das hast du sogar mal gesagt, in den unmöglichen Programmen, wann sind zwei Funktionen äquivalent, wenn sie für alle ihre Parameter äquivalent sind, stimme ich fast zu. Fast. Ja. Das gilt in totalen Logiken. Ja. Total heißt für, also ein Programmierer kann sich vorstellen, totale Logik heißt, alles muss terminieren. Mathematischer gesagt heißt eigentlich nur, es muss irgendwie ein definiertes Ergebnis haben. Als Haskeller wissen wir schon gleich, wir sind da gleich im Vorteil, weil in Haskell mehr terminiert als in anderen Programmiersprachen, das heißt für mehr als ein Ergebnis terminiert. Definiert. Praktisch heißt das, alles, was man irgendwie in Isabel hinschreibt als Funktion, muss terminieren, braucht einen Beweis dafür. Das Gute ist, ich habe kaum bis jetzt etwas selber geschrieben, Isabel, jetzt läuft sie durch, beweist das automatisch, man sieht es auch, V-Termination Order, der geht jetzt einfach über die Länge von diesen Argumenten durch und beweist normalerweise alles immer automatisch, dass es terminiert. Wenn man nicht Terminierung zulassen würde oder irgendwie nicht totale Logik... Sagen Sie, dass du keine endlose Rekursion drin hast, doch irgendwie verzweigt, gegenseitig. Genau, dann könnte man plötzlich mit so Sachen rechnen, wie, ich mach's mal auf, also, angenommen, jetzt nehme ich mal kurz was an, wir haben die Funktion... Die Funktion von 2 aufgerufen ist 1. Stimmt. So, wenn ich jetzt aber irgendwie hier in diese Funktion noch reinmachen würde, dass sie auch in gewissen Fällen nicht terminieren könnte, oder wir wissen auch, Moment, diese Funktion von 2 ist 2, von 3, und angenommen, wir haben hier irgendwie so Fälle, die nicht terminieren können, also angenommen, ich ändere jetzt diese Pseudonotation, while true, mache alles, return 1. Wird nie terminieren, aber gibt irgendwie 1 zurück. Das heißt, die Dinger sind irgendwie gleich, beide terminieren nicht. So, wenn ich jetzt hier plus 1 rechne, gilt das ja immer noch. Mal Klammer. Terminiert nicht ist, terminiert nicht. Gilt auch, wenn ich hier 4 habe, immer noch, terminiert nicht, terminiert nicht. So, wenn ich jetzt normale Mathematik anwende und von beiden Seiten F4 abziehe, dann bleibt links übrig plus 1, rechts irgendwie 0. Irgendwie das ist Physiker-Mathematik. Also irgendwie, sobald Sachen nicht terminieren können und man damit rechnet, wird Mathematik kompliziert, sagen wir so. Und einfache Sache in dieser Welt. Alles muss total sein, praktisch ausgesprochen, alles muss terminieren. Es ist streng getypt, damit ist das Ganze schon mal nicht komplett broken. Das ist meiner Meinung nach die beste Mathematik, die nicht komplett broken ist. Sehr guter Einwand, und das ist auch der Punkt, warum wir die Firewall-Semantik später nicht einfach als rekursive Funktion aufschreiben werden. Kann man, na, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fixpunkt macht in dieser Welt, das hängt wahrscheinlich gar nicht damit zusammen jetzt, aber da weiß man ja, weiß man da nicht erst, wenn man quasi Wert reinsteckt, ob der Fixpunkt terminiert. Nee, Quatsch, weiß man nicht, aber was der erkennt, egal. Also kurz gesagt, man kann auch Turing-Maschinen in Isabel kodieren, eben mehr oder weniger als Prädikat, das sagt, diese Turing-Maschine mit dem Anfangszustand und diesem Endzustand ist gültig. Endzustand kann man irgendwie dann terminiert nicht oder was auch immer. Man kann es halt nicht ausführen. Also man kann mathematisch alles sagen, auch unentscheidbare Sachen über Turing-Maschinen. Man kann es nicht ausführen und an gewissen Stellen sagt der Isabel, das ist ja schön, was du da aufgeschrieben hast, jetzt beweis mal. Und ja. Und auf der rechten Seite, das ist so der Fortschrittsanzeige. Hier, das sind alle Theories, die ich geladen habe.
die, man sieht jetzt kaum, die rot sind, sind noch nicht geproofcheckt. Das ist eine interaktive IDE, die Makaris dann sehr viel drüber erzählen wird und die ich dann immer mehr lerne. Und wir sind genau also an dieser Pfeile, an diesem Punkt, und hier unten sehen wir den aktuellen State, der bis dahin alles geladen. Also er macht, sobald du hinkommst, macht er dann die Beweise. Genau, wenn ich jetzt in einer Theory hingehe, die auf alles andere dependent, sieht man, wie jetzt langsam alles anfängt zu proof-checken und wird dann irgendwann hoffentlich ohne Fehler durchlaufen und an dieser Stelle ankommen. Mhm. Also es sind jetzt nicht fehlerhafte Sachen, sondern einfach noch nicht gecheckt. Genau. Wertstoff ist aber ganz leicht rot, also ist vielleicht doch nur ein Fehler. Nee, das ist nur gelb, das ist eine Warning, das ist nicht meine Theory, die habe ich geklaut. Die ist aus dem AFP, dem Archive of Formal Proof, und wir haben ja gerade gelernt, dass man das auch over TCP schicken kann. Ja. Ich frage mich, ob das eine Verbindung ist oder ob das ein anderes AFP war. Ja, okay. Und das Primitive A ist quasi IP-Tables oder eine andere Firewall? Das hier soll ein Beispiel sein, das Primitive, das ist gehighlightet. Soll dann so etwas sein, wie da kodiert man dann das Protokoll rein, die IP-Adressen, eben alles, was man hier so am Primitiven gesehen hat, wie Protokolle matchen, Source-IPs matchen, Destinations matchen, Ports matchen, Leerports matchen, ICMP-Typen matchen, Limits matchen. Das sollen die Primitive sein, also quasi alle Features, auf die man matchen kann. Also grob gesagt. So. Fangen wir mal gleich nicht mit Man-IP-Tables an, sondern Man-IP-Tables-Extensions, wenn einem das zu simpel war. Da findet man dann diese ganzen geilen Features wie Owner, Reverse-Path-Filter, schönes Feature, das entfernt gleich alle gespooften Pakete, ist neu dazugekommen. TCP, diverse TCP-Optionen, langes Dokument, viele Features, kommt viel dazu immer. Deswegen halten wir es mal generisch, dass wir auch die ganzen Future-Features drin haben können. Aber es ist ja so, dass die demnächst auf NFT umstellen, dann wird ja wieder alles anders. NFT soll nach meinem Wissensstand erstmal kompatibel zu IP-Tables betrieben werden können. Das heißt, man soll auch seine, da gibt es ein Tool, habe ich noch nicht getestet, mit dem kann seine IP-Tables nach NFT migrieren. Das heißt, NFT muss mindestens denselben Feature-Satz unterstützen. Jetzt die coole Sache, man kann sich in NFT gleich noch mehr von diesen Primitives schreiben, weil man die im Userland schreiben kann, die halt dann in diese Kernel-VM kompiliert werden. Das heißt, man kann sich noch viel mehr von diesen Primitives einfach erzeugen und das wird vielleicht eine Buchung von diesen Primitives geben. Das heißt, es ist eine gute Idee, diese Primitives, auf die wir matchen können, erstmal polymorph generisch zu halten. Ist es dann, achso, das sind ja dann, du machst ja für jedes Primitive einen eigenen Datentyp. Oder einen großen Datentyp, in dem dann wirklich alles drin ist. Der ist dann closed. Der ist geschlossen, damit ihr... Genau. Wenn man das dann instanziert, müsste es halt einer sein, der dann alles kann. Wir haben noch 10 Minuten. 5? So bis 5 vor... So, ja. Wir haben noch 4 Minuten? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, definieren wir jetzt noch die Semantik von den Match-Expressions und hören danach auf. Können wir vielleicht noch ein bisschen in Isabel spielen. Haben wir gerade? Ja, wir haben Syntax, so schreibt man es erstmal auf. Was soll das Ganze bedeuten? Naja, die Dinger matchen ja auf Paket, das heißt, wir können die Bedeutung gar nicht ohne ein gewisses Paket definieren. Schauen wir erstmal den Typ von dieser Matches-Funktion an. Erste Programmierung verstehen wir sofort. Der erste Parameter ist eine Funktion selber, sage ich gleich was dazu. Dann geben wir dieser Funktion unsere Match-Expression. Dann geben wir ein Paket, soll ja auch ein beliebiger Typ sein, der ändert sich auch. Mal generisch und es soll bool zurückgeben, genau dann, wenn das eben matcht. Das war der Typ. So, der erste Parameter, wie die ganze Zeit Gamma genannt, ist eben eine Funktion. Funktion, wir nennen sie den Primitive Matcher, ist eben eine Funktion, der gibt man dieses Primitive, der gibt man auch das Paket und die sagt, ob das matcht. Zum Beispiel, wenn ich mir definierte Primitives IP-Adressen, dann muss das Ding entscheiden, ob die IP-Adressen in dem Paket auf die IP-Adresse in diesem Primitive matchen. Zweiter Parameter Match Expression, wir definieren das Ganze Hess gemacht für alle Möglichkeiten. Am Ende das Paket, das Ganze gibt True zurück, genau dann, wenn es eben matcht. Einzelne Regeln. Wir haben so eine atomare, die nur ein Primitive hat. Was machen wir damit? Naja, wir fragen einfach unsere Funktion für das Paket, das wir anschauen, ob dieses Ding matcht. Gut, haben wir das ganze Feature-Gewurst schon mal ausgelagert an eine Funktion. Die Match Any. Konstante sollte einfach bedeuten, das Ding matcht immer. Negation, klar, wir negieren das Ganze.
Konjunktion, wir machen die Konjunktion aus dem Dinger. Also die Implementation ist jetzt in Hol. Oder was ist das? Genau, das ist in Isabel Hol. Mhm. Und Implementierung ist ein bisschen ein starkes Wort für, sagen wir, wir haben hier dieses noch recht undefiniertes Gamma drin. Das heißt, wird schwer, das momentan auszuführen. Also wir sind quasi gerade auf der tatsächlichen Semantik. Genau, wir spezifizieren erstmal, was bedeutet das Ding. So. Können auch das kurz jetzt nochmal in Isabel anschauen. War ich denn? Ah, hier ist es ja, die Matches-Funktion. Ein Kommentar, das ist vielleicht nicht wichtig, ignorieren wir das mal. Sieht das. Ja, does not work for ternary logic here, okay. Does not work for constructive logic. Was ist ternary logic? Hier haben wir eben Booleans. Wir werden das Ganze später in ternary logic einbetten, um eben mit diesem, über die Unbekannt zu abstrahieren. Und wenn man ternary logic true, false oder unknown hat, hier ist es einfach. Wenn ich ein Nicht habe, dann negiere ich das ganze Ding. Aber wenn man unbekannt hat, was ist nicht unbekannt? SQL. Ist immer noch irgendwie unbekannt. Ja, so SQL-Style, genau. Deswegen hier nochmal das Kommentar, wenn man später mit der ternary logic vergleichen will, dass man sieht, hier geht es in ternary logic, ist Negierung das, was einem die ganze Zeit chillt. Muss man da wirklich nur an der Stelle das austauschen? Und sonst der Rest der ganzen Spezifikation bleibt gleich? Oder hat das dann Einfluss auf den ganzen, auf alles, was ich quasi jetzt noch danach mache? Meinst du, wenn man es in ternary logic macht? Ja. Da haben wir grob gesagt, das Ganze eigentlich nochmal implementiert, dann gleich in ein bisschen ausführbarer und schöner für Code und dann eben gezeigt, dass die Dinger mehr oder weniger gleich sind. Wir werden es dann nächstes Mal sehen, was man dann genau damit macht. Da wir jetzt eigentlich gleich los müssen, möchte ich nur noch einmal drüber gehen. Wir sehen hier genau das gleiche wie auf den Folien. Wir haben jetzt also Match Expressions definiert. Ausblick für nächstes Mal, was werden wir nächstes Mal machen? Das. Geil. Gut.